Hallo Schmusis! Ja, es ist Mitte des Monats, das bedeutet, we do have. Hallo Chess! Die März-Loot-Chest ist da und ich bin ganz gespannt, was drin ist, wie jedes Mal. Es ist jedes Mal so ein kleines Überraschungs-Geburtstags-Weihnachtsmoment. Was habe ich denn da? Ein Fleck? Nutella? Scheint kein Nutella. So! Was haben wir da drin? Das Heftchen, das lege ich mal auf die Seite, dass wir es uns gleich zu Gemüte führen können. Dann haben wir hier einen Ghostbusters-Sticker. Soll ja jetzt der neue Ghostbusters ins Kino kommen? Ich habe noch keinen Trailer dazu gesehen. Muss ich demnächst mal machen. Die Kamera macht hell, die Kamera macht dunkel, die Kamera macht hell, die Kamera macht dunkel. Dann haben wir hier Loot Chest. Das ist ganz weich, ist das ein Sticker? Ja, es ist ein Sticker, aber es ist ein ganz weicher Sticker. So, dann haben wir hier eine G2A-Giftcard in Höhe von 3 Euro. Ganz viel Kleinzeug drin. Was zu essen? Airheads, das klingt nach einem Kaugummi. Ich habe gerade Zähne geputzt. Ich erkennt mich. Normalerweise verschlinge ich alles, was da drin ist. Aber ich habe gerade Zähne geputzt. Ich glaube, das ist ein bisschen eklig. Also lege ich es mal auf die Seite. Also ein Kaugummi. White Mystery. Dann haben wir hier ein Backtag. Ich muss kurz überlegen, was es ist. Ein Backtag. Das heißt, um es an den Koffer ranzumachen, damit ich auch noch weiß, welcher Koffer meiner ist. Wenn wir da direkt mal oben gucken, von Sonic, welcher drin ist. Und zwar haben wir hier, ich kenne mich da überhaupt nicht aus, den roten! Ich weiß nicht, wie der heißt, aber wir haben den roten. Ja. Ich schäme mich gerade ein bisschen. Steht auch, glaube ich, nicht dran. Ne. Schmusis? Wie heißt der rote? Ein Koffertag. Ich besitze ja so einen, besaß so einen rosa Koffer. Den habe ich immer erkannt und der ist kaputt gegangen. Jetzt habe ich so einen stinknormalen. Eigentlich finde ich es gar nicht schlecht. Batman vs. Superman Spielkarten! Dafür bin ich immer zu haben. Dafür bin ich absolut immer zu haben. Spielkarte, ne? Was ist das für eins? Mal gucken. Aufmachen, ne? Ich bin ja auch mal ungeduldig. Guck mal, ist die Katze. Hallo. Mein Mäuschen. Spielekarten. So, jetzt. Muss ich hinlegen. So, was haben wir? Ach, wie cool. Es ist so ein typisches, ne, mit Ass und Herz und Bube und Dame und den Bildern dazu. I like. Der Bube. Der Bube, der Batman. Alles oben. Der König, der Superman. Die Dame. Wonder Woman? Nee, doch Wonder Woman, oder? Wie heißt der denn? Ich weiß es nicht. Ja, so. Ein Kartenspiel. I like. Ich habe ewig kein Kartenspiel mehr gespielt. So. Dann, jetzt haben wir noch zwei große Sachen drin. Ich guck mal, ob noch was Kleineres. Guck mal, unten ist noch was Kleineres drin. Und zwar haben wir hier ein Batman Multitool. Ein Flaschenöffner und ein Keychain. Gut, dass es dran steht bei dem Multitool. Also ich finde tatsächlich den Flaschenöffner sehr, sehr cool. So Batman-mäßig. Allerdings finde ich, ist es als Multitool zu verkaufen, weil man das an Schlüssel dranhängen kann. Durch dieses unfassbare Gimmick hier. Ein bisschen übertrieben. Ich glaube, hätte man es einfach nur Flaschenöffner genannt und ein Keychain weggemacht, wäre es genauso cool. Und ich glaube, das mache ich auch. Ich mache einfach den Schlüsselanhängerhalter weg und nutze das ganz normal als Flaschenöffner. Als Flaschenöffner finde ich es mega cool. Das Multitool. Bei einem Multitool erwarte ich, dass es mindestens 4 Dinge kann. Das ist für mich Multi. Aber gut. So, ein T-Shirt. So, Songbird im Batman-Look. Songbird. Tja,
wieder. Was ist es? Also es ist ein Songbird-Shirt. Wer kennt es nicht? Songbird. Das ist doch... Was ist das? Songbird. Ja. Ich bin hilflos. Ich bin voll hilflos heute. Wie heißt der Rote? Was ist das Songbird? Aber jetzt kommt was. Ich sehe es die ganze Zeit schon, weil es so groß ist. Und das macht die ganze Box wahrscheinlich zu einer absoluten 1-Plus-Box. Und zwar haben wir hier eine Super Mario Fleece-Decke. Wie awesome ist das bitte? Super Mario Fleece-Decke, das ist der absolute Shit. Ich muss das gerade mal... Voll mega geil. Ach, Miezekatze. Damit bin ich das nächste Mal, wenn ich ins Freibad gehe oder an See fahre oder irgendwas in die Richtung, der absolute King auf der Liegewiese. Ist das nicht mega cool? I like. Achtung. Ich könnte auch mir daraus ein Superhelden-Cape basteln. Auf in Super Mario Adventure Land. Okay, ihr haltet mich wahrscheinlich jetzt für bescheuert. Aber I like. Nee, gefällt mir richtig gut. Finde ich sehr, sehr, sehr cool. Oh, es ist ein bisschen statisch geladen jetzt, durchs Rumspringen. Schade ist, dass Yoshi nicht dabei ist. Yoshi wäre irgendwie noch cool gewesen. Aber hey, wir haben Luigi, wir haben Mario, wir haben Toad und wir haben die Ereigniskästchen. I like it. Und man muss dazu sagen, normalerweise, ich habe immer so bei so... Das Kissen roch letztes Mal extrem chemisch. Also ich bin voll elektrisch aufgeladen. Ich bin aber, wenn ich die Katze anfasse, das wäre gemein, ne? Oh nein, ich fasse dich nicht an. Kann ich mich am Schrank abladen? Nee, an metallischen Sachen kann ich mich abladen, ne? Muss ich... Ah, hier, an dem Schrank. Ah ja. So, das roch letztes Mal so chemisch. Das tut es überhaupt nicht. Und es fühlt sich auch weich und kuschelig und fließig an. I like it. Mir gefällt es mega, mega gut. Wie gesagt, ich glaube, allein die Decke macht es irgendwie gefühlt für mich zu so einer 1-Plus-Box. Wir gucken mal, was alles so im Überblick nochmal drin war. Wir haben also wieder das Loot-Chest-Heftchen. Ach, guck mal, sie haben eine neue Aufmachung. Es sieht anders aus als davor. Wir haben also einmal hier den Koffer-Tag mit dem roten, dessen Namen ich nicht weiß. Das will gelernt sein, wie man auf so ein Ding hochklettert, ne? Ja. Kann man machen so. Dann findet man seinen Koffer im Urlaub wieder. Es ist definitiv nicht schlecht. Es ist auch kein so, wow, voll geil, Alter. So. Dann haben wir zwei Songbird-Batman. Nach seinem Kampf gegen Superman macht sich Batman auf den allseits gefürchteten Songbird Bioshock herauszufordern. Also Songbird ist anscheinend ein Gegner. Bioshock. Ich bin mal wieder absolut ahnungslos. Kenne das nicht, weiß es nicht. Aber dafür, finde ich, sieht das Shirt süß aus. Und das ist das Wichtigste für so ein Mädchen. Dann haben wir die Nintendo-Fließdecke. Wie gesagt, der Shit, mega cool. Das macht die ganze Box zu einer Wahnsinnsbox. I like it. Dann haben wir das Batman vs. Superman Kartenspiel. Das gefällt mir auch sehr gut. Oh, pass auf. Sitzt auf der Wiese, auf der Fließdecke mit Erdbeeren und Sekt und spielst das Superman-Kartenspiel. So sieht ein guter Abend aus. Mittag im Sommer. Dann haben wir die Airheads. Das war das, was ich nicht probieren wollte, weil ich gerade Zähne geputzt habe. Immer noch. Da steht aber dran. Hast du schon mal Airheads probiert? Diese Zuckerstangen mit Ballon-Logo kommen direkt aus den Vereinigten Staaten hergeflogen und haben ihren Landeplatz in der Loot Chest gefunden. Doch ihr endgültiges Ziel ist dein Mund. Also rein damit. Okay, ich finde das ja ganz süß, so und so. Ich schätze mal, ja, Kaugummi-mäßig. Ich werde es probieren. Ach, guck mal, da stehen Geschmacksrichtungen dran, zumindest auf dem Bild. Ne, hier steht, ach so, guck mal, hier gibt es, seht ihr das? So, hier. Cherry, Raspberry, was ist das? Grape, Blue Raspberry, Orange, Pink Lemonade, Green Apple, Melon, Strawberry, Cherry. Hatte ich schon. Und eben dieses White Mystery. Da steht auch nichts dran, was es schmecken könnte. Oh, ich bin echt neugierig. Vielleicht rieche ich mal dran. Nee, ich muss mich auch mal zurückhalten können. Dann haben wir den Ghostbuster-Sticker. Und das Batman-Multitool ist das Loot Chest Plus-Ding. Normales Werkzeug ist langweilig. Warum nicht mal ein Multitool im Batman-Style? Hiermit hast du des dunklen Ritters Lieblingsgadget immer an deiner Seite. Ja, wie gesagt, geil als Flaschenöffner, als Multitool.
Okay. Aber grundsätzlich finde ich die Box sehr, sehr, sehr gut, weil das Multitool cool ist, weil das Kartenspiel cool ist und weil die Decke der Shit ist. Der Sticker ist... Boah. Der Sonic Backtag ist auch okay. Also es ist nichts dabei, wo ich sage, okay, was mache ich jetzt mit dem Mist? Sondern es ist eine definitiv bessere Box als die letzte Box. Ich bin ganz happy und bin gespannt, ob ihr eure schon bekommen habt und was ihr zu eurer sagt. Und freue mich über Feedback und sag mit dem kleinen Wollplüschknäuel. Ich muss gerade mal kurz hier drin. Ist immer dieses Pummel-Einhorn, was ich ja sehr, sehr liebe. Kekse? Welche Kekse? Seht ihr das? Und wenn ich Kiro gerade so da hinten sitzen sehe, da, man müsste ihm nur noch so einen Keks hinlegen und er hätte verdammte Ähnlichkeit mit diesem Pummel-Einhorn, nur dass ihm das Hörnchen fehlt. Aber das Plüschige hat er auch. Ist gemein. Oh, ich liebe dich sehr. Ich liebe dich sehr. Hm? Ja? Ah, putz dich weiter. Schmusis! Ja, ich hoffe, euch hat das kleine Unboxing gefallen und ich sag, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Macht's gut.